Hallöchen, heute wieder meine neue Folge von Space Engineers, Singleplayer-Modus und Ruckel. ja, diese Ruckel, ne, die würde ich dann bei dieser Folge, ja, da bin ich noch im Urlaub, glaube ich, genau, ist ungefähr vorletzter Tag, deswegen nehme ich ja das vorher auf. Es geht ja relativ gut, da ich ja immer nur alle zwei Tage eine Folge raushau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich denn gedacht habe, das zu bauen. Weil das ist immer so ein Ding der Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ich das von außen hinbauen will oder von innen. So. Also jedenfalls will ich ja das ja wegkriegen, das mit diesen Ruckeln und so, ne? Das ist alles so nicht das schönste Spielgefühl, würde ich mal so sagen. So, wenn wir hier eine Ecke hinmachen, ne? So, dann ist hier, könnte man eine Tür hinbauen. Und hier oben vielleicht so. Mal gucken. Wir lassen mal eins. Wir machen eins. Also wir haben drei. Mit diesem Fenster, also mit diesem ohne Fensterblock haben wir eins, so drei, vier, fünf. Also lassen wir einen frei. Hier. So machen wir das mal. Gucken, vielleicht kriegen wir es auf der anderen Seite auch hin. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Lass mal eins frei. Tat. Auch wieder so ungefähr. Eins freilassen. Hier muss ich das eh machen. Muss ich eh zumachen. Habe ich hier zwei? Ja, ne? Genau, ist ja ungefähr die Mitte. Deswegen müsste das eigentlich von. Eins, zwei, drei, vier. Hier sind nur Vierer. Das kommt halt nicht ganz hin, ne? Weil von der Länge, da fehlt glaube ich irgendwas noch. Die Länge ist nicht gleichmäßig irgendwie. Naja, okay. Wir versuchen das mal so zu bauen, wie wir das haben wollen. Vielleicht tue ich ja mal Quartiere oder so, wenn man hier. Dass man da so reinläuft. Und ich könnte das ja so machen, dass hier das verbunden ist, ne? Hier. Aber hier unten, ja. Könnte man ja sagen, dass hier ein Durchgang geht bis zur Brücke oder bis zur Mitte oder sowas in Richtung. Ja. Das könnte man ja mal so vielleicht. Ich guck mal meinen Rechner hier, wenn der alles funktioniert. Das Ding. Ja. Da kümmere ich mich nach dem Urlaub leider erst drum. Und ich versuche heute halt, theoretisch morgen, übermorgen geht's los. Und theoretisch, ja, ich tue noch vier Folgen aufnehmen. Da komme ich bis zu dem Montag, nach dem, wo ich wiederkomme. Oder Dienstag, weiß gar nicht genau. Ja. Da muss ich erstmal schauen. Hier könnte ich doch eigentlich sowas hinbauen und da sowas. Ich meine, dann hätte ich hier so eine Ecke, ja, die könnte ich ja zumachen. Und hier auf die gegenüberliegende Seite theoretisch zumachen. Dann kann ich das
Gucken wir mal hier. Also ich versuche jedenfalls mir meinen PC etwas aufzurüsten. Weil meine CPU und glaube ich auch mein Netzteil, das muckt ein bisschen rum. Und das ist halt nicht so das, was ich möchte. Ja, so ist es leider. Ich meine, das ist für 5, 6 Jahre alt. Ja. Aber wir wollen natürlich nicht immer darüber reden. So. Könnt ihr mir auch mal Themen vorschlagen? Vorschlagen? Über Twitter oder so, aber ich habe nicht so viele Twitter-Follower. Deswegen. Ist das eher nicht so der Fall zurzeit. Bezüglich das, was Sinn bringen würde. So, hier habe ich ja zwei offen. Zwei Felder, ne? Könnte ich ja das so machen. Und dann. Gib dem baut alles schön nach. Ist gut. Das ist die Frage, ne? Wie bauen wir hier so ein Schiff? Das ist nicht so leicht. Auf jeden Fall mit dem neuen Rechner. Dann kann ich wahrscheinlich auch mal mit 60 FPS oder so aufnehmen hier. Bitte ruhig. Schau, sozusagen. Was? Militärtransport. Uiuiui. Kommt das? Ne. Wer weiß. Ich kann das ja noch reparieren oder so. Wow. Okay, dort kommt, schlägt es ein und die. Sehr wohl, gar nichts, ne? Wow. Von wo kommen denn die Meteoritentower? Ist hier ja nix. Hier. Oder sind das diese Schweife? Aha. Okay. Da hinten ist ja ein Mond. Den kann man direkt als Screenshot nehmen. So. Aber wie wir das hier bauen, können wir so ähnlich anfangen. Warte mal, habe ich hier. Hier habe ich schon so ein Querdings, ne? Hier. Und hier habe ich so ein seitliches. Ach, deswegen ist da eins Platz theoretisch, deswegen nur. Ach jo. Ha. Das habe ich auch ungefähr wie auf der anderen Seite. So, die verbinde ich mal hier. So, ich könnte die eigentlich verbinden, ne? Theoretisch. Ha. Oh. Okay. Das scheint ja schon mal. Ich weiß nicht, ob viel gut das ausschaut. Das ist einfach zu groß, habe ich das Gefühl. Oder? Wenn ich mir das so anschaue. Wird schon ein lustiges Projekt. Ja, das Problem ist mit dem Computer ist halt auch so, dass ich das ja. Dass ich wahrscheinlich dann irgendwie so ein echt in der Zeit auch nicht streamen kann und da kann ich auch nicht. Das ist halt blöd irgendwie. Ich könnte mit dem Laptop streamen, aber das ist, mit dem Laptop habe ich jetzt. Da ist schwach. Da hätte ich jetzt keine Möglichkeiten zu streamen. So, ist das hin? Jupp, das ist hin. Was können wir denn hier bauen?
Hab ja schon mal Fenster und so Zeug, ne? Hab ich ja theoretisch. Ich könnte jetzt hier so eine Ebene machen, ne? Sagen wir hier, wir laufen hier lang, ne? Da, 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 da. Und dann ist hier so ein Raum. Das Ding ist, der muss ja auch, der Boden, der muss auch da haben, da sein. Dann könnte man, dann wäre das ja als Decke hier irgendwie. Also wäre das hier das unterste Ding. Hm. Das gefällt mir aber nicht, dass hier so viel Luft ist dazwischen. Hm. Wir könnten, wir müssten ja auch nicht so weit bauen. Wir könnten ja auch nur, sagen wir mal, also vielleicht so. So. Na? So. Ich brauche ja schon, dass der irgendwie in den Raum reingeht. Wenigstens zwei. Genau. So ungefähr. Und dann müsste ich eigentlich hier unten solche Klötzchen noch dran bauen. Dass das zu ist. Hier. Ich könnte natürlich auch für die Verschönerung sowas hinpflanzen. Hm. Müsste ich mal gucken. Ne? Mehr Verschönerung, das ist so ein Ding, ne? Theoretisch bräuchte ich auch Lampen überall und so Zeug. Hm. Also eine Lampe für so den Raum oder so. Wäre ja nicht so schlecht. So. Obwohl, warte mal, wenn man jetzt das so macht. Ich habe gesagt, hier eins frei, ne? Ich könnte natürlich auch den Mittelweg nehmen hier, ne? Den hier. Und dann könnte ich die wegmachen. Die wegmachen. Und dann habe ich mehr Platz. Dann habe ich nicht so einen verlorenen Gegenstand hier in der Mitte. Obwohl, ich könnte da in der Mitte könnte ich auch so einen Luft-Sauerstoff-Generator hinpflanzen. Hm. Ja, komm, wir machen das mal so, wie ich es vorher gedacht habe. Könnte man nämlich so einen Lüfter hinbauen. Wenn ich den jetzt finde, ne? Auswurf. Puh. Hm. Ah, hier. So ein Lüfter. Genau. Den putze ich hier hin. Hä? Warte mal. Wenn ich den, kann den so nur hinbauen. Ist auf dem Kopf, ne? Hm. Ich meine, wenn ich den so vorbeilaufe und sehe, aha. Also, dass da überall hier ein bisschen Luft schnell reinkommt und zirkuliert und so Sachen. Finde ich nicht schlecht. Das könnte man diese über diese Förderleitung machen.
Oder anders. Ich weiß immer nicht, wie der funktioniert, dieser komische Ball. Hat bei mir nicht funktioniert. Kleine Futterleitung. Futterleitung. Ja, Moment. Ist die nicht größer normal? Guck, das ist die normale Futterleitung und das ist. Ach, das ist die kleine. Ah, die gibt es nicht für ein großes Schiff. Okay. Guck hier, da könnte man das nämlich hier so machen. Hm. Und hier könnte man einen Frachtcontainer, brauchen wir nicht. Lüfter, wir brauchen hier so einen Verteiler. Ist das ein? Hab ich die genommen? Förderband. Boah. Das müsste funktionieren. Jo. Ja. Ich könnte ja schon mal Türen. Hab ich denn hier Türen, 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 Türen? Sliding-Tor und diese Türen. Ach, das ist so eine. Nee, wir nehmen schon die neuen. Die sind cooler. Die sind einfach nur cooler. Obwohl, die sind eher was für draußen, ne? Oder für die großen Absteckräume. Achso, kein Strom. Klar. Wenn ich die so aufhab. Ja, das müsste eigentlich gehen. Ha. Warte mal. Nee, warte mal, ich probiere mal was. 5. Mach ich mal zu. Das geht nicht, oder? Wenn ich die Ecke hier mache. Mit diesen. Das scheint eigentlich zu sein, so richtig zu sein. Ha. Huh. Und hier können wir dann. Na gut, das geht nicht, genau. Aber so. Das eine Ding, ich bräuchte hier außen dann sowas. Und da es nicht auffällt, dass da hier was ist, dann mal das hinlegen. Zack. Ja. Genau. So, ich tu mal hier so einen Generator hin. Dann habe ich immer, wenn ich hier zwei Türen habe, außer natürlich nach oben, ne? Muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Habe ich denn nach hier? Genau, das Ding läuft, theoretisch. Easy. Wir könnten das Ding hier, ne? Könnten wir eigentlich auch. Ui, er fliegt weg. Können wir es auch hier hinstellen? Ich will es nur kurz testen, ne? Sieht halt komisch aus, oder? Jupp. Dachte ich mir. Hä? Okay.
Okay, so, die Dinger müssen hier noch verschwinden. So. Meteor Storm inbound. So. Alle verbunden, Energie, genau, wunderbar. Warum gibt es in diesem Spiel keine Schilde? Mit diesem letzten Wort sage ich erstmal Tschüss und sage einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss!